Also nehmen wir wieder Speed. Und rein hier. So, zu unserem Lieblingszwergenschmied. Das untere Ende von Stunstons Bart ist weggebrannt. Er riecht nach brennenden Haaren. Nicht mal ich glaubte, die Dutzenden würden so weit gehen. Nun wissen wir, womit wir es zu tun haben. Zeig mir die Stücke der Klinge der endlosen Pfade. Ich habe alle Teile dieses alten Schwertes gefunden. Glaubst du, du könntest es reparieren? Ah, ja, das ist mir eine Ehre. Man kommt nicht oft, ein solches Meisterwerk zu sehen. Er fährt mit einem schwieligen Finger entlang der Kante einer der Stücke. Diese Klinge wird eine Weile dauern, aber ich garantiere dir, dass sich das Warten lohnt. Jupp. Er strahlt. Die schönste Arbeit, die ich je gemacht habe, wenn ich das so sagen darf. Es ist nur schade, dass ich nicht den ganzen Ruhm für mich ernten kann. Hast du noch was auf den Herzen? Ja, Questerfahrung und die Klinge. Yay. Das ist ein Panzerbrecher gewesen. Ja, Kanner hat aber schon einen Panzerbrecher. Nein, nicht mit dem vergleichen. So mit dem, aber der ist besser. Weil der auch hervorragend ist. So. I'm here. Gucken wir mal, ob da Obermufti hier noch was zu sagen hat. Wir waren ja lange nicht mehr hier, um mit ihm zu reden. Ah, Clive hat nichts zu sagen. Unsere Stadt fällt um uns herum zusammen und diese verdammten Namen von den Dutzenden greifen uns in den Straßen an. Ich würde gerne jeden einzelnen von ihnen hängen. Also auch nichts Besonderes, was er zu sagen hat. Ich find's lustig, wie da, wenn ich auf die Karte gehe, irgendwo die Geister meiner Leute zurückbleiben. Wie ich das so nennen darf. So, dann geht es jetzt ab nach Crackhold. Weil um die Geschichte mit dem Adra-Drachen würde ich mich gerne sehr, 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 sehr viel später kümmern. Also wirklich sehr viel später. Also eigentlich kurz bevor wir nach Sonne in Schatten springen. Also eigentlich bevor wir uns für einen Gott entscheiden. So, ich könnte jetzt direkt in die Weißmark nach Stalwart reisen. Sieht übrigens nett aus, das kleine Städtchen da. Aber erstmal geht's nach Crackhold. Oh, und Crackhold wird wirklich böse belagert, so wie das aussieht. Wir haben ja die Quest, die Belagerung von Crackhold.
Die Beseelerin Geida hat eine Audienz bei dir gebeten. Ha. 7 Tage, 17 Stunden. Dann gehen wir nach Krekold erstmal zurück. Blasen steigen aus den Tiefen des dunklen, trüben Gebräus auf. Die wenigen Knochen, die du topfst, sind abgenagt. Und schwimmen zwischen Fettaugen umher. Eine sehr komische Suppe, würde ich sagen. Stop there. Where do you think you're going? Halt, wo willst du hin? Eine der Wachen, eine Frau tritt einen Schritt nach vorne. Sie mustert dich verächtlich. This area is under the control of the Torn Bannermen. Anyone else wanders in, they're not leaving again. Dieses Gebiet steht unter Kontrolle der Männer des zerrissenen Banners. Wer es betritt, der verlässt es nicht mehr. Was geht hier vor sich? I've got orders to put a sword through your gut if you don't turn around and run back home. Ich habe Befehl, dir ein Schwert in den Magen zu rammen, wenn du nicht kehrt machst und nach Hause läufst. Ist dir bewusst, dass du mit der Fürstin von Kednua sprichst? Kednua. You mean you're the one everyone's talking about? Saving orphans, fighting off bandits, all that? Moment, Kednua, von dir redet zurzeit alle? Waisen retten, Banditen verjagen, all das Zeug? Die Wache grinst, in ihrem Gesicht spiegelt sich jedoch ein Anflug von Nervosität wider. Vielleicht solltest du mit den Schmelztiegelrittern darüber sprechen. Hang on a second. Let's not get to it. Augenblick, warte, wir wollen doch nicht... Schluss, ein weiterer Machmann tritt vor, er ist mit einem Speer bewaffnet. Der Kommandant hat gesagt, es gibt keine Ausnahmen. Ich will nicht an einem Fall enden, weil du dir von dem Weib hier die Hosen machst. Sorry, m'lady. I'm sure the commander will take good care of Kednua for you. Tut mir leid, Fürstin. Der Kommandant wird sich sicher gut um Kednua kümmern. Okay. Also gleich offene Feindlichkeit. Was zur Hölle? Achso, du bist ein Berserker. Jetzt bist du ein toter Berserker. Mit einer außergewöhnlichen Pike. Schnarchen. Betrunkener Orlaner. Ein schlafender Orlaner liegt laut schnarchend auf einer widerwärtigen Matratze, einige Schritte von dir entfernt. Ein großer Schlüssel ruht auf seiner Brust, mit einem Lederband um seinen Hals gebunden. In seiner linken Hand baumelt ein leerer Humpen. Den Orlaner untersuchen. Die schwer vernarbte Brust des Orlaners hebt und senkt sich mit lautem, ungleichmäßigen Schnarchen. Er murmelt im Schlaf. Die kleine Hübsche, wie viel willst du für sie? Oder was kriege ich hierfür? Die Stimme des Orlanes driftet ab und schnarcht weiter. Plötzlich zuckt er zusammen und presst die Augenlider zusammen. Nein, nicht die Amauner. Nein. Der Orlaner rollt sich zu einer Kugel zusammen und wiegt sich hin und her, wacht aber nicht auf. Langsam und vorsichtig zu dem Orlaner gehen. Wer soll sich nähern? Sagani. Sagani setzt sich vorsichtig dem schlafenden Orlaner. Plötzlich tritt Sagani auf einen Zweig. Ein lautes Knacken durchschneidet die Luft. Der Orlaner setzt sich auf, seine Augen flackern hinter halbgeschlossenen Lidern hin und her. Sein Blick kommt auf Sagai zu ruhen, etwas verdächtig im hellsten Tageslicht kauernd. Er atmet tief ein und seine katzenhaften Augen öffnen sich weit. Nichts tun. Der Orlaner stößt einen magerschütternden Schrei aus, der durch die Schlucht widerhallt. Okay, wir kriegen wahrscheinlich gleich Besuch. Good shot with this. I'll have attack. Okay, das ist ein bisschen zu viel des Guten. Können wir nochmal laden? Was habe ich jetzt nicht? Dabei war Sagani unsere beste Schleicherin. Oder ist Sagani unsere beste Schleicherin? Certainly. Stop there. This area is under the for starter. Wait. Kednu, look. Ja, das kennen wir alles. Sorry.
Ach ja, und die... Okay, wahrscheinlich können wir... Ja, hier sind halt überall Beine. Okay, der hat sich gerade verdoppelt. Following your lead. Also ich habe so das Gefühl, in die Richtung darf ich nicht gehen, weil da geht's mitten ins Lager rein. Oh, eine außergewöhnliche Pistole, Mönchskleidung und Schlüssel vom Orlaner. Okay, wir haben eine schöne, wahrscheinlich die Soldtruhe gefunden. Ein Söldner Pyromane. Okay, benutzen wir hier mal wieder etwas Schutz. Wir ja, machen gerade mal weiter mit den bösen Sachen. None shall stop us. Okay, jetzt sieht's langsam interessant aus. Deswegen brauchen wir jetzt ein paar Ogre. Du tust mal die Hand bei dir aufnehmen. Oh, ey, der ist umgefallen. Stand together. Die Jungs mit den Blitzen sind ziemlich stark. I'm here. Oh, außergewöhnliche Hakebuse. Okay, auch das hier ist ein... And what does the flame reveal? Eins der ihrer Lager. Also diese Söldner sind verdammt... Okay, die sind wirklich ziemlich... sind viele Söldner auf jeden Fall. Ah.
Alof hat niedrige Ausdauer, nicht gut. Okay, jetzt hat sie noch Alof umgehauen. So.